was machst du hier? Hä? Der Bewegungsmelder hat's erkannt. Komisch, denn die Alarmanlage hat nicht ausgelöst. Der Bewegungssensor wurde mit Hilfe von einem Störsender, auch als Jamming bekannt, außer Kraft gesetzt. Wenn das Störsignal abgeschaltet wird, empfängt die Alarmanlage wieder Signale und kann einen Alarm auslösen. Bessere Alarmanlagen, wie hier zum Beispiel vom Unternehmen CM Security, registrieren eine solche Störung und wechseln auf eine andere Frequenz. Falls alle Frequenzen gestört werden, bekommt die Alarmanlage das mit und löst einen Alarm aus.